Kupfer. Kupfer. Oh, ist das so kupferlastig hier, Leute? Eisen. Sand. Kupfer. Stein. Sand. Oh. Uran. Kohle. Die haben Holz. Die haben auch Holz. Das wäre sogar geil. Damit könnte man das sogar noch ein bisschen entlasten hier. Na gut, das ist hier auf Anschlag, das Ding. Hier geht auch noch einer raus. Nach, wo geht das hin? Oh, da könnte ruhig ein bisschen mehr drin sein, ja. Wenn die hier schon warten. Irgendwie wäre das geil, wenn es bei den Lagerhäusern so ein Feature gibt. Mach das bis dahin voll und alles, was drüber geht, das kannst du wieder rausschmeißen. Sowas wäre cool. Stimmt, mit dem Holz da könnte ich wirklich hier so ein bisschen entlasten. Könnte man diese ganzen normalen Holztransporter, sag ich mal. Das ist ja nie weit. Ey, komm, machen das jetzt so. Freischalten. Neuenbürg ist das. Kleine Fakten darüber wieder. Neuenbürg gibt es mehrere. Weiß jetzt nicht, welches gemeint ist, aber wahrscheinlich die Stadt im Enzkreis in Baden-Württemberg mit 8.108 Einwohnern. Vier Stadtteile. Also die liegt so ein bisschen südlich von Karlsruhe. Wirtschaft Weber Automobile. Freibad beheizt, 24 Grad haben sie. Tennisplätze. Minigolf. Faustballplätze. Ein Besucherbergwerk. Das ist immer eine coole Sache, Besucherbergwerke. Haben wir irgendeine bekannte Person? Söhne und Töchter der Stadt? Kenne ich alles gar nicht hier. Steffen Hensler kommt von dort. Der bekannte Fernsehkoch. Cool. Okay, dann, da würde ich aber jetzt fast schon so weit gehen und sagen, dass uns die Stadt jetzt erstmal egal ist. Ich will ja nur das Holz haben. Erstmal das ganze Zeug hier abbauen. Es kam die Frage, habe mich also von Holzschwertheld, Grüße gehen raus an ihn. Ich habe, was ich mich gerade frage, würde deine jetzige Güterinfrastruktur auch noch bei endlicher Ressourcenverfügbarkeit funktionieren? Oder hättest du mittlerweile viel mehr Länder reinkaufen müssen, um den Nachschub zu sichern? Ich glaube, mit endlichen Ressourcen, habe ich auch in den als Antwort auf den Kommentar geschrieben, mit endlosen, warum sage ich endlos, mit endlichen Ressourcen, bin ich mir ziemlich sicher, da wäre uns das Spiel schon längst um die Ohren geflogen. Ich meine, was wir schon teilweise an Kupfererz oder an Eisenerz dort in diese Massenverarbeitung rausgezogen haben. Ich glaube, die werden schon längst, hätten schon längst keinen Vorrat mehr. Passt noch. Ich nehme alles an Platz mit, was ich kriegen kann hier. So. So, da haben wir noch bestimmt einfach Holz, was irgendwie hier oben hin muss, hä? Genau, das habe ich dafür Kreuzbogen.
Berg. Das könnte man ja gleich umziehen. Wäre ja naheliegend. Gut, ob ich dann unten die Stadt irgendwann mal anbediene. Wie gesagt, im Moment will ich einfach nur die Ressourcen haben, hier das Holz. Hä? Achso, hier oben, das, die obere Kante hatte ich genommen. Genau, können hier da drum fahren und können dann hier nach Kreuzburg. Ja, ist unrentabel. Ja, komm, lass mich doch in Ruhe einfach. So, das sind die vier dann hier. Kreuzburg West. Bearbeiten. So, ganz einfach. Haben wir schon die ersten vier, die dorthin fahren. Haben wir noch eine Stadt hier oben, die... können wir noch nehmen. Twistringen. Das sind dann die sechs und dann... Na gut, das ist natürlich hier für die ein bisschen eine längere Strecke. Aber ich denke mal, hier oben ist halt der Nachschub. Einfach konstanter. Jetzt können wir sogar Kreuzburg West abreisen. Das ist ja witzig. Okay, machen wir das. So. Oh. Ach so, Moment, weil die jetzt zu blöd sind, hier zum Abzweig zu kommen. So. Das merkt man schon, weil jetzt hier schon die ersten, weil jetzt hier mehr schon auflagern. Das war sonst immer leer gewesen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach so. Ich mache hier einen Output. Ist halt hinten wieder raus. Oh. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich schnell nachgefüllt, wenn ich jetzt hier noch ein weiteres Sägedings baue. Was hoffentlich hier hinpasst. Ja. Ist wieder voll geil. Überleg gerade, was man dann hier oben mit dem macht überhaupt. Ob man das dann noch irgendwie mit hier runter schafft zu den Holzbretter. Die wollen Holzbretter haben. Holzträger, Holz, dass man hier die Holzträger. Wird es wahrscheinlich auch reichen, wenn ich einfach noch mal ein Sägewerk daneben stelle. Dass da immer ein Klotz mehr rauskommt. Zug 40. Jetzt blockieren die ja alles hier, ne?
Woran klemmt das jetzt hier, dass es hier nicht weitergeht? An den... Sogar Radio voll ist mittlerweile. Und Fernseher immer noch nichts angekommen. Ja, müssen wir das voll hier mal rausnehmen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich vielleicht Holz hier runter schaffen kann. Aber dann machen wir jetzt kein endloses Förderband. Da würde ich gerne... einen Zug runterbauen. Oder auch zwei Züge. Oder auch mehreres. Eigentlich müsste man ja so einen ultralangen Zug bauen. Der einfach mal richtig auflädt und dann das runterbringt. Aber da müssen wir, glaube ich, einmal komplett... Hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Was ist denn so das Längste, was man hier machen kann? Meter. Ihr habt doch auch Bock drauf, oder? Auf einen 52 Meter Zug. Ja, das sind halt die fortschrittliche Holzrahmen, macht jetzt auch Probleme. Jetzt ist die Frage, kann ich den irgendwo... Dann wird wahrscheinlich so enden, dass ich hier das, den zweiten Bahnhof hinstelle. Ungefähr so. Und dann das irgendwie dort ankette. 250 Meter. Da wird das ganz schön ausgereizt. Was ist das dort? Achso, ist das ein komischer Tunnel? Ich wollte aber eigentlich nicht dort die Rampe hochfahren. Kann ich wenigstens den hier platt machen? Ich glaube, eins tiefer. Achso, eins tiefer ging er auch. Okay, hätte ich auch einen Tunnel bauen können am Ende. Na gut, egal.